wir müssen mit was Seriösem beginnen. Ja. Ne? Ehe wir uns da vollkommen verplempern. Hast du was mitgebracht, was Seriöses? Ich habe etwas mitgebracht, aber das ist was Ernstes. Und ich weiß nicht, ob Ernst in der Sendung ein bisschen erlaubt ist. Also 1978 haben der große Dichter H.C. Atmann und ich beschlossen, wir loben einen Preis aus. Und ein schöner Preis, ein eleganter Preis, ein liebevoller Preis und ein sehr wertvoller Preis. Und Preisträger waren der Oskar Werner, natürlich der Qualtinger, der hat immer jeden Preis von uns bekommen, und zuletzt der Falco. Und ihr seid jetzt die allerjüngsten Preisträger, ihr müsst mir aber vorher versprechen, und ich meine das sehr ernst, dass ihr das bei wichtigen Ereignissen auch sichtbar tragen werdet. Ist es eine Brosche? Es ist was Schönes. Und viele werden euch drum beneiden. Also zum Beispiel beim Papst bitte tragen. Beim Heinz Fischer bitte tragen. Ja, beides treffen nächste Woche. Ne? Ja. Ja. An jeden von euch. Es ist etwas, was so wie der Iflandring nach Ifland ist, das nach Atmann benannt. Es ist die schöne Atmann-Glocke. Und das kriegen nur die allerärgsten Rotzburen. Und deswegen sind es auch Rotzglöckerln zwei. Man hängt sich an die Nase, oder? Ah, herrlich. Bitte, wenn du dir deinen nimmst und du dir deinen und übst jetzt, wie das beim Papst ausschauen wird, wenn du es trägst. Wo trägt man es? Ja, wo glaubst du? Die Atmann-Rotzglöckerl-Träger des Jahres. Nein, du musst es sagen. Du musst es hängen lassen. Das ist schön. So gut. Danke. Wunderschön. Danke vielmals. Wenn du, das ist wunderschön. Es soll euch auch freuen. Ich bin sehr berührt. Es macht auch Spaß in der Nase. Ja. Oder? Ist auch bei Rendezvous, also Eröffnungszug, was sehr schön. Ja, genau. Ich hatte es oft schon, bevor ich wusste, dass ich den Preis habe. Ja. Du hast mich auch auf die Spur gebracht damit. Aber wenn man Trinker ist, geht auch. Ja. Würdest du Menschen, die du magst, darauf hinweisen, dass ihnen was aus der Nase hängt? Ja, ja. Kommt darauf an, was es ist. Aber bei sowas schon. Ja. Ihr seid großartige Rotzburen. Ich finde, das ist was ganz Kostbares. Es gibt kaum mehr wirkliche Rotzburen. Rotzburen müssen saufrecht sein und sie müssen einen Charme haben. Ja. Sie dürfen auch umgezogen sein, aber zum Beispiel so wie der Stronach, auch nur keine Manieren genügt nicht für so eine Auszeichnung. Ja. Ja. Wollen wir schon sagen. Ja.